Hallihallo. Ich habe von einem Bekannten einen kleinen Tipp gekriegt mit einem Lost Place und dachte mir, wir fahren uns den einfach mal angucken. Soll zwar nichts Besonderes sein, aber immerhin ein kleines bisschen was zu schauen. Ich würde sagen, wir klettern jetzt mal hier den Berg runter und dann schauen wir uns einfach mal um. Schon viel Gerumpel hier. Altes Ketka. Werkzeuge, Maschinen, Spielzeug. Ist aber schon gut gewühlt worden. Ein Aufsitzrasenmäher. Guck mal, abgerissene Pleuelstange. Mit Kolben. Ein schickes Auto. Da hängt noch ein Freischneider. Guck mal, die Spinnenweben an der Decke. Ob man hier so rankommt. Von innen sieht er ja wirklich noch toll aus. Ja, hinten die Scheibe eingeschlagen. Jetzt die Frage, Vandalismus oder war das schon kaputt? Lass ich mal wieder raus. Guck du einmal rein. Da liegt auch noch so ein Schneider. Kühlschränke. Da liegen noch alte Federspanner rum. Tja. Na gut, mal gucken, was das hier noch gibt. Oh, hier liegt sogar noch Werkzeug. Hängt, Werkzeug. Gut. Hier ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ich gehe mal vorne gucken. Ja, da war mal eine Theke drin. Ja, angeschlagene Scheiben. Finde ich ja kacke sowas. Aber es bleibt leider nicht aus, Vandalismus. Es bleibt leider nicht aus. Na gut, hier nach hinten hin ist alles zu. Kommt man von hier aus hinter das Gebäude? Hast du da mal geguckt, ob die Tür offen ist? Ja. Sonst gäbe es hier ja wirklich wenig zu sehen. Hier geht es noch ein Stückchen weiter. Alles eingezäunt. Hinten steht noch ein Auto. Pferdeanhänger. Ja.
Ja. Ups. Bisschen viel Kram, bisschen viel, was wirklich zurückgelassen worden ist, was sogar noch was taugt. Aber wir sind noch unterwegs, wir haben noch ein bisschen mehr vor und fahren jetzt auch weiter. Ich hoffe, dieses kleine, kurze Video hat euch gefallen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.